Heute zeigen wir euch den Tuner 2 von JBL. Wir packen euch den gerade mal aus und zeigen es euch im Schnelldurchlauf. Der neue JBL Tuner 2 löst somit seinen Vorgänger ab, den Tuner 1 in dem Falle. Optisch hat sich dann natürlich einiges getan. Wir zeigen euch gleich auch nochmal den Vorgänger als Vergleich und dann könnt ihr euch mal ein eigenes Bild davon machen. So, mit dem Lieferumfang dabei natürlich der Tuner an sich, die üblichen Packungsbeilagen, sprich hier Anleitung, Garantiebestimmung etc. Dafür brauchen wir, glaube ich, nicht viel weiter eingehen. Und ein USB-C-Ladekabel. Adapter für die Steckdose wird nicht mitgeliefert. Den habt ihr aber höchstwahrscheinlich von eurem Smartphone, Tablet etc. zu Hause genüge rumliegen. Das Schöne ist auch bei dem USB-Kabel wiederum, man kann es von beiden Seiten in den Netzadapter stecken. Also hier gibt es nicht falsch oder richtig. Hat JBL schon bei mehreren Produkten verwendet. Vom Design her habe ich hier auch mal den Vorgänger. Stell dir mal ein bisschen nebeneinander, dass man das mal so ein bisschen sieht. Er ist minimal größer geworden, jetzt wirklich nicht sehr viel. Er ist auf jeden Fall ein bisschen stylischer geworden. Das Display fällt sofort auf, dass es deutlich größer geworden ist. Von oben eigentlich die gleichen oder sind die gleichen Symbole. Sieht nur alles ein bisschen größer, ein bisschen breiter gestreckt aus. Ich hoffe, das sieht man hier ganz gut. Ansonsten zeigen wir euch dann nochmal Nahaufnahmen. Laut leiser ist immer noch links und rechts auseinander die 5 Stationstasten. Und unten die Bluetooth vor und zurück, in die Mitte die Sendersuchtaste und DAB, da ist die Anordnung ein bisschen anders geworden, aber ansonsten im Groben und im Ganzen gleich geblieben. Wir sprechen beim Tuner 2 von 5 Watt Leistung, immer noch Mono-Lautsprecher. Der Tuner 1 war super erfolgreich, ist es auch immer noch. Für die Größe hat er echt einen richtig guten Job gemacht, auch klanglich, also hat alles soweit gepasst. Auf der Rückseite seht ihr einmal die Antenne und natürlich auch den AUX-Eingang, wo ihr eine externe Quelle einspeisen könnt, Computer, Fernseher etc. Und jetzt hier halt die Erneuerung USB-C, der Vorgänger hatte noch den Micro-USB. So, aber widmen wir uns erstmal wieder dem niegelnagelneuen Produkt, dem Tuner 2. Optisch finde ich, ist er ein bisschen peppiger geworden, ein bisschen schöner, zugleich auch sehr schlicht. In Weiß kommt der, finde ich, richtig geil rüber. Sieht richtig edel, richtig schick aus. Zu den Tasten nochmal zurückzukommen. Klar, logisch, Bluetooth-Taste, um Bluetooth zu verbinden. Die Scan-Taste, damit sucht das Gerät die Radiosender hier bei DAB oder FM. Und jeweils habt ihr 5 Stationen Senderspeicher. Wir machen das gute Stück mal an. Mal gucken, ob der Akku geladen ist. Gerade erst frisch ausgepackt. Er begrüßt uns schon mit Hallo. Ich hoffe, das kann man ganz gut lesen. Genau, ich muss einmal kurz nur die Sprache einstellen. Die ist auf Englisch voreingestellt. Dann nehmen wir einmal Deutsch. Und schon sucht er nach Sendern. Jetzt warten wir mal kurz ab, was er reinkriegt. Dann können wir auch kurz erstmal das Radio zeigen. So, schauen, wie viel Prozent da ist. Na, gleich ist er fertig. So. Schalten wir gerade noch zum nächsten über. Hier kann man die Sender einfach über vor und zurück einfach durchschalten. Beispielsweise, wenn euch jetzt der Sender gefällt, lange die Taste 1 drücken, dann speichert er die Sender auch ab. So geht das bei FM oder halt auch bei DRB. Beispielsweise jetzt hier mal auf die 4 gedrückt und dann legt er ihn auch auf Stationsplatz 4 ab. So, wie das Ganze über Bluetooth klingt, zeigen wir euch auch mal. Das war FM gerade. Ich gehe mal gerade auf Bluetooth und verbinde mich mal kurz. So, der Bestätigungston war schon da. Wir starten gerade mal den Song.
ist der gleiche Song wie beim Tuner XL, den wir euch im letzten Video schon gezeigt haben. Hierzu werden wir auch nochmal ein Vergleichsvideo machen, wie ihr oder wie die Geräte untereinander klingen. Zu dem Produkt zeigen wir euch dann auch nochmal ein paar Videoaufnahmen in Nahaufnahme, sodass ihr nochmal ein paar Details zeigt und auch nochmal ein besseres Klangerlebnis hat. Hier arbeiten wir mit einem Mikrofon, was ein bisschen weiter weg ist. Wir werden dann mal Aufnahmen machen, wo man den Ton etwas besser einfangen kann, sodass ihr natürlich auch das beste Klangerlebnis habt, ohne dass der Ton irgendwie bearbeitet ist. Wir versuchen euch da immer, den naturen Klang zu widerspiegeln. Am besten hört ihr den natürlich auch, wenn ihr mit einem Kopfhörer arbeitet. So habt ihr dann wirklich den besten Eindruck von dem Gerät. Ansonsten zur Verpackung gibt es eigentlich auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Das Wichtigste steht alles drauf, beziehungsweise habe ich euch alles genannt, ist im Vergleich zu dem Vorgänger eigentlich genauso gehalten. Von daher denken wir, dass dieses Produkt auch wieder richtig gut am Markt einschlagen wird. Aktuell liegt er bei knapp 100 Euro. Man kriegt ihn schon mal für 97 in der Werbung oder sowas. Wobei sich der Preis wahrscheinlich auch noch irgendwann so auf 70, 80 Euro einpendeln wird. Aber das ist dieses Produkt wirklich wirklich wert. Falls ihr Fragen zu dem Produkt habt, schreibt die gerne bei uns in die Kommentare. Wir würden uns auch tierisch freuen, wenn ihr ein Like uns dalassen würdet. Wenn ihr das Produkt haben möchtet, haben wir in unserer Infobox auch den Kauflink mit drin. Würde uns super freuen, wenn ihr diesen benutzt, weil das bringt uns ein bisschen weiter, kostet euch nicht mehr Geld, aber uns hilft es einfach enorm weiter, um so Videos weiterhin produzieren zu können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, wo wir ein Vergleichsvideo nochmal machen vom Tuner 2 zum Tuner 1, vielleicht auch was mit dem XL. Lasst euch einfach überraschen. Dann sehen wir uns beim